Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich einen Unterputzspülkasten richtig öffnen und somit auch die Drückerplatte demontieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es die verschiedensten Hersteller von Spülkästen, doch normalerweise ist der Aufbau immer relativ ähnlich, weswegen ich es jetzt einfach mal bei dem Modell von der Firma Geberit zeige. Hier muss man zuerst einmal die Drückerplatte etwas nach oben heben und dann kann man sie oben auch schon nach vorne hin wegziehen, da sich hier unten jetzt nämlich so eine Feder befindet, die das Ganze befestigt. Darunter können wir normalerweise noch einen Befestigungsrahmen erkennen, der jetzt links und rechts befestigt ist. Und hierbei geht es bei mir einfach darum, dass wir diesen blauen Keil einmal auf der linken Seite nach oben drücken und auf der rechten Seite nach unten. Jetzt haben wir nämlich hier nämlich noch so einen weißen Haken, den ich einfach um 90 Grad einmal Richtung Mitte zeigen drehen kann. Und auf der rechten Seite mache ich das Ganze natürlich genauso und danach kann ich diesen Befestigungsrahmen auch schon ganz einfach nach vorne hin abziehen. Im nächsten Schritt können wir noch eine weiße Schutzplatte erkennen. Diese hat normalerweise auch hier oben jetzt zwei solche kleinen Haken. Und wenn ich die einmal etwas nach unten drücke, kann ich das Ganze auch einfach nach vorne hin rausziehen. Muss natürlich immer darauf achten, dass mir diese Drückerstangen hier unten nicht irgendwie spießen. Und somit können wir auch schon das Innere von dem Spülkasten sehen, wo ich übrigens für die einzelnen Probleme auch schon spezielle Videos auf meinem Kanal erstellt habe. Der Zusammenbau funktioniert logischerweise in genau umgekehrter Reihenfolge, deswegen erstmal unsere weiße Schutzplatte zur Hand nehmen, schauen, dass wir sie durch die Drückerstangen hier unten durchgeben und dann haben wir hier unten noch zwei solche kleinen Nasen, die wohl normalerweise auch in das entsprechende Gegenstück hineinpassen sollten und wenn ich jetzt die Klammern bzw. die Haken hier oben etwas nach unten drücke, kann ich das Ganze auch schon nach hinten reindrücken. Im nächsten Schritt halten wir unseren Befestigungsrahmen mal in der Hand. Hierbei ist eigentlich nur wichtig, dass diese weißen Haken links und rechts waagrecht in die Mitte reinschauen. Dann passen sie nämlich auch hier hinten in die entsprechenden Halterungen hinein. Und wir müssen natürlich darauf achten, dass die Drückerstangen auch durch diese zwei Löcher hindurch passen. Danach einfach das Ganze etwas nach hinten geben. Auch etwas Druck übrigens noch drauf lassen, dass es schön an der Fliese dran ist. Und wir können unseren weißen Haken links mal nach unten geben und auf der rechten Seite um 90 Grad nach oben drehen. Nun wie davor diese blauen Keile einmal dementsprechend mit Gefühl nach unten pressen und hier auf der rechten Seite nach oben. Und der Befestigungsrahmen hält auch schon bombenfest. Zum Schluss können wir bei unserer Drückerplatte hier unten noch zwei solche kleinen Haken erkennen, die jetzt natürlich auch dementsprechend in die Federn zuerst einmal hinein müssen. Deswegen das Ganze relativ steil schon ansetzen, schauen, dass es unten auf jeden Fall einrastet. Bei mir ist es jetzt passiert und dann gebe ich das Ganze einmal noch etwas weiter nach oben, gebe also die Feder auf Spannung, drücke es oben wirklich schön gegen die Fliese, lasse es los, dass die Feder unten einrastet und auch die Drückerplatte ist ordentlich fest. Und somit haben wir jetzt auch schon unseren Spülkasten richtig geöffnet und vor allem auch die Drückerplatte wieder angebracht. Wenn du dir für zu Hause jetzt eine neue Drückerplatte oder auch verschiedene Ersatzteile für den Spülkasten zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.